War das damals eigentlich schon so hell? Hier geht's ja, aber das ist ja hier jetzt gerade schon richtig angenehm. Kann benutzt werden und ne? Hey, lasst mich mal hier in Frieden. Okay, wir brauchen 10 von diesen Kristallen. Oh Gott. Augen zu und durch für euch. Ja, ich glaube nicht, dass sie die Farbauswahl groß geändert haben hier. Es ist schon übel. Also es ist... Ja. Yay, ein Kristall. Habt ihr auch Kristalle? Ne, du hast gar nichts. Na danke. Was habt ihr? Ah, die haben aber Kristalle. Uiuiui. Können die Kristalle haben? Mal schauen. Ja, sehr gut. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wir brauchen... Wie viele Fläschchen brauchen wir? So, wir haben jetzt 10 Kristalle. Und wir brauchen ein Fläschchen. Wer meinte, ein Fläschchen müsste 10 Kristalle sein? Wollen wir sehen, ob das stimmt. Zornhund. Aha. Ja, ist gut. Ach, die hat auch... Kann ich die bitte benutzen? Ja, ein Fläschchen. Als ihr die Apex-Kristalle in die Teufelskristallschmiede legt und den Hebel zieht, gibt das Gerät ein unweltliches Geräusch von sich, als ob es die Splitter zu Staub zermahle. Ein paar Augenblicke später fällt euch ein Fläschchen aus dem Mund. Okay. Yay. Okay, ein komisch fliegendes grünes Auge. Auch schön. So. Als nächstes müsste der Außenposten der Himmelswache kommen. Bis jetzt stimmt die Questreihe hier auf jeden Fall. Eieiei, ist das hell. Jetzt wundert es mich irgendwie nicht mehr, dass deren Augen so leuchten und dass der hier eine Augenklappe trägt. Ja, ihr seid eine wahre Lebensretterin. Unsere Jungs werden von dieser Neuigkeit begeistert sein. Eines geschafft, eines fehlt noch. Wir haben von was für ein anderes Fläschchen? Die Pflicht eines Vaters. Das ist nicht der Quest, den ich haben möchte. Sondern du hast den nächsten Quest. Und zwar Außenposten der... Oder? Genau, der Außenposten der Himmelswache. Wir haben uns gefragt, ob ihr vielleicht nach Norden aufbrechen würdet, um unseren Freunden beim Außenposten der Himmelswache einen Besuch abzustatten. Kommandant Keller und seine Himmelswachen führen zu unserem Schutz diverse Unternehmungen durch und erst kürzlich bat er uns, jeden vorbeizuschicken, der willens ist, sie bei der Arbeit zu unterstützen. Das wäre dann wohl... Ja, das wären wir, genau. Brecht so schnell auf wie möglich und übermittelt ihnen unsere besten Grüße. Okay, gibt immerhin Gold. Ach, das sind hier Strecken. Wow. Die leuchten alle so. Schön, euch zu sehen. Vielleicht haben so diese Leuchtstecken gegessen. Willkommen im Außenposten der Himmelswache. Wisst ihr, ich habe den gesamten Posten mit einem eigenen Händen errichtet. Schon richtig gehört. Alles, was ihr hier vor euch seht. Ui. Vielleicht sollten die mal zu uns zum Zelten kommen. Es tut mir leid, das sieht irgendwie dann beeindruckender aus. Dem Himmelskommandanten scheint es ernst zu sein. Okay.
benimm dich auch ernst. Kleine Hände alleine, wenn keiner hilft, dann ist das schon eine Leistung. Ihr müsst ja ganz schön scharf auf einen Kampf sein, wenn ihr extra hergekommen seid, um mit mir zu sprechen. Es war nett vom alten Chu'alor, euch vorbeizuschicken. Wir können hier immer etwas Frischfleisch gebrauchen. Ich weiß nicht, aber irgendwie glaube ich nicht, dass ich noch frisch bin. Ne? Ich glaube nicht, dass ich frisch bin. Aber gut. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich vorschlagen, ihr unterhaltet euch ein wenig mit meinen Himmelsoffizieren Wanderlip. Die sind Namen. Nö. Stört euch nicht an ihrem Gebaren. Ihre Zunge ist womöglich schärfer als das Breitschwert, das sie bei sich trägt. Bleibt auf dem Boden! Okay. Bombenangriff. Okay. Scheint sogar die... Wo ist sie denn? Da. Leuchtet. Ach so, hell. Okay, das ist auf jeden Fall... Bombenangriff. Ihr könnt also wie eine Krähe herumfliegen, ja. Und schon mal etwas am Boden ausradiert, während ihr geflogen seid. Lust, das mal auszuprobieren? Mhm. Okay. Das Konstruktionslager Wut und das Konstruktionslager Terror im Norden und im Süden sind schon seit langem ein Dorn im Auge und eine Gefahr für Ogrila. Mit all diesen Teufelskanonen, die die Himmelswache von rechts und links unter Beschuss nimmt, gibt es einfach kein Hindurchkommen und unser Unterfangen ist zum Scheitern verurteilt. Würdet ihr euch gerne unter Beweis stellen? Nehmt diese Bomben und vernichtet ihre Munitionsvorräte. Lasst euch aber nicht auch noch vom Himmel herunterholen. Man sieht sich. Okay. Ich hab jetzt Bomben. Ja, ich hab Bomben. Dann... Ah. Okay, cool. Ich, ich kann mich leider nicht selber verwandeln. So. Mal gucken, ob es jetzt schon zählt. So, wir haben auf jeden Fall jetzt den Bombenangriff. So. So, was genau? Teufelskugeln zerstört. Flakgeschütze der Legion. Wir sollen uns nicht vom Himmel holen lassen. Okay. Das ist zu weit entfernt. Ist gut. Ich bin außer Reichweite. Okay, das ist eine Schmiede. Oder müssen wir diese fliegenden Kugeln? Was ist Stapel? Mit Teufelskanonen zerstört. Das sind doch die da, oder? Und? Ja. Ach, 5 zu 8, meine Güte. Na, das kann jetzt einen Moment dauern. Ich sehe gerade nichts. Eieiei. Das Ruckeln gerade ist den wundervollen Lichteffekten hier geschuldet. Habe ich das zweite getroffen? Na, immerhin. So. Mal gucken. Sehr gut, hier sind auch welche. So. Kann sein, dass wir den Quest gleich zweimal machen müssen. So, 5 Stück. Uiuiui. So, 6. Ist natürlich auch schön, dass das hier so eine gewisse... Ich will nicht wissen, wie schwer das früher gewesen ist. Hier müssten doch auch noch welche umfliegen, ja. Gut, dass man das später nochmal spielen kann, wenn man total overpowered ist.
So, 9 Stück. 10 Stück. Weil das Hin- und Herschieben trotzdem ein bisschen nervig ist. So, 11. 12. So, einer fehlt noch. Da. Wundervollerweise respawnen sie wenigstens. Gucken, ob das jetzt schon zählt. 15. Okay, nee, ich glaube, ich muss den gleich nochmal machen als Daily Quest. Damit das hier für das Ding hier zählt. Schießt während des Winterhausfests die Quest und wieder einen Bombenangriff ab, während ihr auf einem fliegenden Rentier sitzt. Okay. Ja, das müssen wir gleich nochmal machen. Braucht ihr Hilfe? Gut, gut. Offenbar seid ihr doch härter im Nehmen, als ich dachte. Ausgezeichnete Arbeit. Möglicherweise hatte der alte Keller doch Unrecht, was euch angeht. Himmelsoffizierin Wanderflip grinst. Und wieder ein Bombenangriff. Hier, ja. Diese Flankenschüsse bereiten uns noch immer Sorgen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ihr habt das letzte Mal hervorragende Arbeit geleistet. Aber das ändert leider nichts an der Tatsache, dass diese verdammten Dämonen ihre Munitionsvorräte schneller wieder aufzufüllen vermögen, als wir sie vernichten können. Unsere Männer da hineinzuschleusen ist momentan also ein mehr als riskantes Unterfangen. Ganz zu schweigen von dem Risiko, das die Dämonen Ogrela darstellen. Was sagt ihr? Wollt ihr es noch einmal versuchen? Ja, für den Erfolg brauchen wir das. Also nochmal. Das heißt, wieder Augen zu, durch für euch. Und dann haben wir zumindest die Quest hier auch fertig. Beziehungsweise diesen wundervollen Erfolg und wie man da hinkommt. Auch für jemand, der das vielleicht noch gar nicht gespielt hat. Weil das hier ist komplett die... hier sind die Storys komplett ungespielt. Das heißt, wenn ihr das machen wollt, die ganz kleine Questreihe hier. Und der Erfolg ist für jemand, der 60 oder so ist, echt einfach. Und nochmal. Uiui. Ich bin gleich sehr froh darum, wenn wir hier wegkommen. Wegen des Rentiers. Mein Rechner ist dann, glaube ich, auch sehr froh. Hier unten sieht man die Frame-Einbrüche zwischenzeitlich. Weil das echt ein bisschen arg viel Effekt ist. Habe ich getroffen? Ja, ich habe getroffen. Sehr gut. So. Eieiei. Ja, vielleicht waren die früheren Bildschirme auch irgendwie anders, dass das nicht ganz so grell war. Ich glaube es irgendwie nicht. So. 7 Stück. Dann machen wir hier noch einmal die Runde, dann müssten wir es haben. So. 3, 2, 1. Ey, meins. Hab ich jetzt gedrückt? Ja. Uiui. Neben der Tatsache, dass ich stinke wie ein Iltis. Naja, ich brenne. Vielleicht ist es auch mein Geruch. Vielleicht zünden sie mich mit. Boah. Zündet niemand eure Pupse an. Niemals. Vielleicht brenne ich deswegen so gut. So. 11. 8. Ja. Ach, der Kater ist aufgewacht. Auch schön.
Dem ist, glaube ich, gerade eine Heizung zu warm geworden. So. Müsste der letzte sein. So. Einmal Quest abgeben noch. Okay, es sieht tatsächlich eher so, als ob mein Hirsch pupst und ich brennt. So, jetzt aber. Kriege ich hier irgendwie Blitze in den Po? Warum kriege ich Blitze in den Po? Lass mich in Ruhe. Hallo. Hallo. Hervorragende Arbeit. Na dann, sehen wir uns morgen wieder? Jo. Schönen Tag auch. Tralala, okay, la. Ha. Sehr gut. Und der nächste Erfolg ist weg. Nice. So. Okay. Dafür brauche ich erstmal ein Winterhofverkleidung. Ach nee, das Winterhofverkleidungsset. Das müsste ich morgen holen. Weil ich glaube, das Winterhofverkleidungsset war. Ja. Nom nom nom. Könnten wir aufhören, über Gerüche zu reden? Jetzt langsam fange ich mich doch an, vor meinen eigenen Schultern zu widern. Yay. So. Als nächstes. Was haben wir denn hier überhaupt sonst noch zusätzlich? Was? Beschießt die unten aufgelisteten feindlichen Anführer mit Erbsen. Was? Oh ja. Genau. Du, das, diese, ja. Ich will Sylvanas irgendwie mehr als nur mit Erbsen beschießen, aber gut. Krachbums erreicht mit eurem Krachbums 25 Kambulagen. Sammelt alle 5 Krachbums-Spielzeuge aus dem. Okay. Naja, 3 Stück fehlen noch. Schließt mit eurem Krachbum-Flieger den Flieger eines anderen. Oh. Den Flieger habe ich schon. Okay. Mal schauen, vielleicht kenne ich noch jemanden, der sich dafür bereit erklärt, sich abschießen zu lassen. Das heißt, als nächstes fliegen wir am besten nach Dalaran. Boah, ich muss aus diesem Gebiet raus. Es ist eindeutig zu hell. Viel, viel besser. So. Schauen wir mal kurz in die Spielzeugsammlung. Krach. Bumm. Krach, bumm. Flitzer. Und ich habe sogar einen blauen. Cool. Raupensteuerung. Aber ich glaube, einen Flieger habe ich noch nicht, oder? Ne, den Flammbierer habe ich. Krachbombenmörser, Roboter. Walze. Ja, schau mal, den Krachbombenflieger habe ich noch gar nicht. Gestohlenes Geschenk. Hinteraufbau. Okay, da muss ich vielleicht doch rauskriegen, wie man zu diesem Winterhauchbaum kommt. Hm. Ja, Winterhauchbaum. Oh.
gucken, ob ich mir den jetzt markiert. Ey, Alter, du stehst echt im Weg. Ja. Das Ding hier oben kann ich eigentlich auch mal zumachen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Das kann gleich wieder kurz einen Moment ruckeln, weil Buranos scheinbar immer noch relativ gut besucht ist. Wobei um die Uhrzeit. Ah, jetzt geht's. Stimmt, ich habe Sturmsilbererz, na sowas. So. Ist hier vielleicht der Baum? Nö. Winterhauchbaum. Alt-Rechtsklick. Macht kein Pünktchen in die Landschaft. Nö. Gibt kein Pünktchen. Azeroth gibt es den auch nicht. Hätte mich jetzt gewundert, wenn das in den Schattenlanden auch gäbe. So. Glaub ich jetzt wird richtig? Ich glaub schon. Ungefähr. So. Wir haben gar kein Pepe mehr. Nein. Wir brauchen Pepe. Achso. Ich weiß zwar nicht, wieso da... Egal. So. Wir sammeln auf jeden Fall erstmal wieder Pepe ein. Geht das im Fliegen nicht? Tatsächlich? Doch, geht im Fliegen. Na also. So. Kann ich mir echt hier kein Geschenk nehmen? Ich meine, dass ich in den letzten Jahren hier mir ein Geschenk nehmen konnte. Von euch weiß das jetzt leider keiner gerade zufällig, oder? Wo der entsprechende Baum ist. Jetzt ungefähr 20 Minuten Zeit. Bis zum nächsten Knutschen. Wir können uns aber hier meinen Pulli holen. Zeit ist Geld! Ach, hatte ich den noch nicht? Bleibt gut drauf! Stolzer Besitzer des Winter... Hauch Geschenks des Jahres 2011, dem grellen Winterhauchpulli. Ja, gut, ich glaube, um den kommen wir jetzt leider gerade nicht drumherum. Wo ist er denn? Da. Kosmetisch. Singt ein festliches Lied, funktioniert nur während des Winterhauchsfestes. Machen wir doch mal so, tun den hier rein. So, wo müssen wir denn mit diesem wundertollen... Ja... Mal schauen. Nutzt euren... Oh. Ich muss dafür in die feindlichen Hauptstädte. Das ist natürlich auch nett. Das heißt, ich müsste einmal nach Unterstadt. Wo muss ich noch hin? Ach, Silber.
Oh Gott, das Gebiet da oben ist blöd. Da musst du hinlaufen, tatsächlich. Zumindest den Pulli habe ich dafür schon mal. Ei, eiskalte Milch, Festtagstropfen, Festtagsgewürze. Was brauchen wir hierfür? Festtagstropfen, Festtagsgewürze, prickelnder Apfelwein. Gut. Nee, prickelnder. Hä? Was ist prickelnder Apfelwein? Festtagstropfen. Brauchen wir zwei Stück für, von Flur? Und vielleicht hat sie das. Interessant. Prickelnder Apfelwein. Hier. Und den Rest müssen wir dann wahrscheinlich wieder zusammensammeln. Und ich müsste kochen lernen. Ich kaufe nur schon mal die Gegenstände dafür. Muss man das während dem Winterfest machen? Ja, Mist. Vielleicht mache ich das die Tage mal, dass ich hier kochen tatsächlich durchlevel. Kleiner Helfer in der Not. So, ich gucke jetzt einfach mal kurz nach, wie man diesen genau, das sind nur die Dinger. Den Winterhauchbaum, wo man den findet. Winterhauchbaum. So. Wo steht denn das gute Ding? Aha, wird als NPC kategorisiert.